Sie wurden aus dem Al-Shifa-Krankenhaus im umkämpften Norden des Gazastreifens evakuiert und sind jetzt vorerst in Sicherheit. 29 Frühchen wurden über den Grenzübergang Rafah nach Ägypten gebracht. Die Babys waren am Samstag aus dem Al-Shifa-Krankenhaus evakuiert und zunächst auf einer Neugeborenen-Intensivstation in Rafah versorgt worden. Einige von ihnen befinden sich in einem kritischen Zustand. Aus Mangel an Inkubatoren müssen die frühgeborenen Babys in verschiedenen Krankenhäusern in Ägypten behandelt werden. Der Verbleib von 2 weiteren aus dem Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza evakuierten Kindern ist unklar.